tosenden Applaus, das ist jetzt Bild. Das ist jetzt ein bisschen sehr klein, so klein ist sie nicht. Ich wollte es gar nicht rumschreien, es ist nur hier schlecht. Sie hat ja schon eine geile Blues-Stimme, aber so klein ist sie nicht. Ja, es ist nicht Aretha Franklin. So, boy. Wir bitten um einen riesigen, tosenden Applaus. Mach ganz viel Lärm für die Frau aus Konstanz, für Meral Ziegler! Vielen Dank. Ja, ich habe einen Text dabei, vor allem für die weiblichen Zuschauer. Der Rest darf natürlich trotzdem gerne zuhören. Und der Text trägt den Titel »Ich liebe Frauen, ich hasse Frauen«. Vor kurzem erzählte mir eine Freundin, dass sie super glücklich in ihrer neuen WG sei, was vor allem daran liegen würde, dass sie die einzige Frau ist und sich auch gar nicht vorstellen könne, mit anderen Frauen zusammenzuwohnen. Ich war zugegebenermaßen etwas sprachlos und stellte eine Gefühlsregung fest, die ich nicht richtig zuordnen konnte. Ich begann mich für das, was meine Freundin gerade gesagt hatte, zu schämen, obwohl ja niemand sonst im Raum war. Männer seien einfach chilliger, man könne entspannter zusammenleben, es gäbe nicht so viel Stress. Das, was meine Freundin dazu veranlasste, so etwas zu sagen und mir die Schamesröte ins Gesicht steigen ließ, war doch nichts weiter als die tief verankerte Angst vor der Konkurrenz, die ihr womöglich Teile ihrer dann nicht mehr ungeteilten Aufmerksamkeit im Balzkampf der Hähne, auf dessen Schwanz sie sich vormachte, neidisch zu sein, stehlen zu können. Und ich schäme mich, weil mir diese Erkenntnis die Fußnägel aufstellt und weil ich glaube, dass sie diese Erkenntnis nicht hat, dass sie tatsächlich denkt, Männer seien einfach chilliger, was Bullshit ist, den man nicht mal begründen muss. Und zack, befand ich mich in einem Zwiespalt meiner Geisteshaltung. Ich liebe Frauen, aber ich hasse es, wenn sie so denken. Das ist natürlich höchst gefährlich, denn nicht jede Frau muss denken, wie ich es tue. Aber jede Frau, wenn sie sich als eine solche definiert, sollte sich ihres Frauseins bewusst sein. Und dass dies von niemandem abhängt, schon gar nicht von irgendeinem Phallus, der uns dazu veranlasst, Ungnade untereinander walten zu lassen. Ja, man könnte meinen, dass das Resultat jahrhunderte Jahre andauernder Vorherrschaft, heteronormativer Gesellschaftskonzepte, soziale Praktiken etabliert haben könnte, die Frauen eventuell vermitteln, dass im Kampf um sexuelle und anderweitige Erfolge, Konkurrenz und Neid zwischen dem eigenen Geschlecht notwendig wären. Sich gegenseitig Gruben zu graben, ist aber kein Akt der Selbstbestimmung und Emanzipation kein Ego-Shooter. Die Waffen niederzulegen, die Gräben zuzubetonieren und statt zu verdrängen, warum all das nötig ist, Veränderung einfordern. Wäre das nicht was? Hab keine Angst. Ich bin mir sicher, dass es immer ein Glied geben wird, das dir müde, aber allzeit bereit im Rücken herumstochert und darum bettelt, hereingebeten zu werden. Aber stell dir mal vor, es wäre möglich, sagen zu können, danke der Nachfrage. Ich habe allerdings gerade auf unbestimmte Zeit geschlossen. Und was passieren würde, wäre Akzeptanz. Ach, Träume. Ich wehre mich nicht weiter und nenne einfach mal das Übel beim Namen. Männliche Herrschaft, meine Damen und Herren, keine Sorge, es ist genug für uns alle da. Wenn mir beispielsweise ein Freund mitteilt, dass er meine gemachten Nägel gar nicht cool findet, weil er diese wahlweise als billig, tussig oder angsteinflößend wahrnehme, dann bedanke ich mich recht herzlich für seine ungefragte Meinung und frage, wie er es denn gerne hätte. Sind kurze lackierte Nägel okay? Sind es unlackierte Nägel? Bevorzugst du abgekaute Nägel oder gar keine Nägel? Sind die vielleicht Hände komplett ohne Finger am liebsten? Sollen es Stümpfe sein, um My Lord zu betören? Es ist so verdammt schwierig, deinen Vorstellungen gerecht zu werden, Mann, weil jeder einzelne von dir eine Meinung zu mir hat und dazu ist es nicht einmal immer die gleiche. Verwirrend! Ganz recht, ich habe manchmal das Gefühl, mich für meinen Körper und mein Geschlecht rechtfertigen zu müssen. In manchen Momenten würde ich sogar behaupten, mich von meiner Vagina gerne distanzieren zu möchten. Nein, die gehört mir nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Beispielsweise, wenn erwachsene Frauen mit völlig egal wem in Babysprache reden. In solchen Momenten habe ich meist das Gefühl, dass ich das Innere meines Körpers nach außen stülpen möchte. Aber ich will auch mal entscheiden dürfen, welchen Film wir schauen.
Kalte Schauer, die sich den Weg runter an meinem Rücken bahnen. Meist erstarre ich wie dieses Eichhörnchen in Ice Age, kurz bevor es die Nuss ergreift, mit dem Unterschied, dass ich mich besinne, Pazifist zu sein und mich daran hindere, dir aufs Maul zu hauen. Komm zu dir, möchte ich in solchen Momenten rufen. Du bist ein Mensch. Du hast sogar das Privileg, eine Meinung haben zu dürfen. Tu nicht so, als müsse man dich im Bobbycar zur Arbeit schieben und dir in der Mittagspause ein Lätzchen umhängen. Warum überhöre ich nicht einfach mit Fremdscham verschwitzten Achselhöhlen dein Komm bitte für mich? Weil du hast ja recht, deinen Willen kundzutun. Die Rolle des ahnungslosen, unschuldigen Mädchens allerdings, was mit aufgerissenen Augen und offenem Sabbermund Laute der Unwissenheit von sich gibt, bereitet mir Bauchschmerzen. Sich hilflos am Daumen zu lutschen und die naive Blage zu mimen, welcher man besser seine Wünsche erfüllt, weil ansonsten gedroht wird, in Tränen auszubrechen, ist zweifelsfrei ein Weg, um ans Ziel zu gelangen. Aber warum die Opferrolle im Privaten zelebrieren? Das ist doch gar nicht nötig. Mir fällt da nämlich ein allgegenwärtiges Synonym für das Wort Opfer ein. Es lautet Frau. Unterdrückung ist Alltag. Unterdrückung ist eine feinsäuberlich einstudierte Praxis und die Rollen, die damit einhergehen, gut komponiert und erprobt. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn da plötzlich ein Ende ist. Und alle verbeugen sich, denn das Stück ist gespielt und die Schauspieler müde. Und dann sitzen wir auf der Bühne zwischen all den albernen Requisiten und sprechen miteinander. Und wir sagen, wie es uns gefallen hat. Und jeder spricht, ohne Codes zu benutzen und ohne verurteilt zu werden. Und dann halten wir uns an den Händen und es ist egal, ob wir Finger haben oder eben nicht. Und wir verbeugen uns ein letztes Mal, weil die Menge Zugabe schreit. Und wir kehren zurück in unsere Wohnung, in denen wir mit Menschen zusammenleben, die wir mögen, unabhängig ihres Geschlechts. Und wir lachen darüber, wie wir waren, als wir uns hassten, weil wir Liebe wollten. Weil das hat wirklich überhaupt keinen Sinn gemacht. Dankeschön. Aus Konstanz, Meral Ziegler.